Herzlich willkommen zu einem neuen Teil auf unserem Kanal Sci-Fi Modeling and More. Wir sind wieder da, und zwar der Stefan und der Carsten. Und wir haben gesehen, es kursieren im Internet einige Bilder, dass die Verkleidung eben halt nicht richtig passt, dass diese Panels, die da an der Seite raufgemacht werden, eben halt furchtbare Spaltmaße haben und es eben halt nicht so besonders schön aussieht. Und wir wollen euch mal zeigen, wie man was verändern muss, damit die Sachen dann so ranpassen, dass es vernünftig aussieht, dass die Spaltmaße gering sind und was es da für kleine Tricks gibt, damit es ordentlich aussieht. Wir fangen in diesem Teil an mit der Spitze und wir arbeiten uns bis zum Cockpit vor. Und werden dann nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir die Heckpartie dann da machen. Da ist dann sowieso noch mit dem Flügeleinbau und sonst irgendwie was. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Einblick, auf was ihr vorne achten müsst. Ihr könnt es vorne schön machen und fürs Heck werden wir da euch das auch nochmal zeigen. Jo, dann legen wir mal los. Wir haben ja, wie gesagt, die Cockpitspitze, die ja sozusagen schon vorab zusammengebaut wurde. Wie gesagt, da müsst ihr wirklich darauf achten, dass die Teile sitzen, dass sie nicht wirklich verbogen sind, weil das sind Gussteile, die ja durch den Transport zum Beispiel auch verbiegen können. Wir sehen hier jeweils immer die viereckigen Aussparungen, in die sozusagen die Panels gerastet werden. Das heißt, ihr habt die Panels, die zeige ich euch gleich, packe ich gleich aus. Und die werden halt, wie gesagt, seitlich aufgerastet und fixiert an diesen viereckigen Aussparungen, die ihr überall habt an dem Modell. Weiß nicht, ob das zu sehen ist. Ich denke mal, irgendeine Seite wird es zeigen. Irgendeine Kamera. Hier seht ihr das zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe jetzt das Cockpit schon so weit drin. Die Kabel gucken nach hinten raus. Wir haben ja hier das Cockpit schon ein bisschen modifiziert. Wie gesagt, jetzt werden wir halt anfangen, dass wir die Spitze, die habe ich auch noch nicht angeschraubt. Wir hatten euch ja das Special gezeigt, dass ihr erst ab Ausgabe 74 wirklich testen könnt und alles. Deswegen ist es noch lose. Das bleibt jetzt auch erstmal lose. Das ist ganz gut so, weil ja die Panels, die vorne für die Schnauze sind, die werden vorne in dieses Teil. Moment, ich drehe es mal um. Hier eingerastet in diese Aussparung. Dort werden die Panels reingerastet und die Teile liegen dann hier sozusagen in dem Bauteil drin. Das ist auch ein bisschen irreführend in der Anleitung. Diese weiße Kante hier oben, die ihr seht, die wird auch, nachdem ihr das Panel eingebaut habt, das seitliche, wird die zu sehen sein. Die ist leider nicht mitlackiert worden, weil die wurde so lackiert, maschinell, und lag natürlich auf dieser Kante auf. Dadurch ist die nicht mitlackiert. Die müsst ihr nachher entweder nehmt ihr einen schwarzen Wasch, nehmt ihr euch eine schwarze Wasserfarbe, verdünnt die schön noch ein bisschen, dass die wirklich dünn ist, und dann könnt ihr das hier sozusagen abdunkeln, dass ihr, sage ich mal, so ein bisschen Kontrast zu der Originalfarbe des X-Wings dann habt. Aber das zeigen wir euch auch später. Wie gesagt, wir legen erstmal los. Wir nehmen die Schnauze, werden die einbauen. Das heißt, ich nehme mal die Verlängerung erstmal ab. So, Schnauze rein, kennt man ja. Wie gesagt, aufsetzen. So, zack. Kleinen Moment. Ich muss gucken, wo da die Kabel rauskommen am besten. Die nicht knicken. So. So. So ist die Spitze drin. Ich lasse die jetzt einfach mal lose, aus dem einfachen Grund, wenn ihr das Panel vorne macht, dann macht es Sinn, dass ihr die dementsprechend lose habt, um die Führung besser reinzukriegen. So, dann machen wir mal die Verlängerung rein, die 9 und die 10. Dass wir die Kabel auch hinten haben.
kleinen Moment. Dazu schraube ich seitlich nochmal den Halter ab. Ich glaube, wir zerlegen das Ding hier mehr als das, was zusammenkommt. Es tut mir leid, Carsten, wenn ich das so sagen muss. Aber es ist alles nicht so einfach im Moment. Ich weiß einfach nicht, warum. Irgendwann werde ich wahrscheinlich nochmal sämtliche Gewindegänge nachschneiden müssen und dann genau. Sage ich überhaupt nochmal. Und dann musst du fragen, Stefan, was hast du da schon wieder gemacht? Genau. Schönen Dank auch. Ich weiß. Ich mach's ja nicht mit Absicht. Nee, nee. So, die 9 und die 10. Wie gesagt, die 9 ist Infrarot. Wie gesagt, achtet darauf, dass die Steckverbindungen alle ordentlich zusammen sind, damit ihr nachher halt keine Kontaktschwierigkeiten habt beim Testen. Weil am Anfang hieß es, oh, hat alles funktioniert und dann habt ihr dran rumgefummelt und dann habt ihr den Stecker nicht richtig drin gehabt. Und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. So, die 10. Aber ihr seht auch daran, wenn ihr euch regelmäßig unsere Videos anguckt, dann seht ihr auch daran, wie oft wir das Ding jetzt schon auseinandergenommen haben, wie oft wir was abgezogen haben, euch gezeigt haben, wieder zusammengesteckt haben. Und wir bauen im Hintergrund, wenn die Kamera nicht an ist, auch an dem Ding rum, weil wir was vorbereiten müssen. Und dementsprechend, also im Großen und Ganzen ist das Ding wirklich relativ robust. Ja, kann man so sagen. So viel zu ist robust. Ja, na, das ist robust. Die Schraube ist nur rausgefallen. Ich habe sie weit rausgedreht. Ich dachte, die ist jetzt. Nein. Oh nein. Wir passen ja auf. Große Klappe. Ah, alles toll, alles super und knapp. Wir haben ja einen Drehmomentschlüssel in unseren Fingern. Eingebaut, ja. Somit. Und kaputtbar die Geschichte. So. Wir fixieren mal die Schnauze mit einer XW08. Oder nehmen wir eine 1er? Ne, wir nehmen eine 1er. Ja, für die Pro brauchen wir nicht so ein. So. Weiß nicht, ob man das sieht. So, ich habe die jetzt erstmal einmal fixiert. Die müssen wir nachher nochmal lösen, weil wir ja diese Seitenteile aufbringen müssen. So, wir haben jetzt, eigentlich seid ihr ja jetzt bei, sage ich mal, bei Bauphase 84. Das heißt, dieses Teil für den Torpedoschacht unten wird ja sozusagen mit der Schnauze an das Heck montiert. Dazu haben wir diese beiden Teile und werden diese halt jetzt provisorisch sozusagen unten montieren, damit wir die Panels rankriegen. Damit ihr seht, wie das funktioniert und dass die nachher wirklich auch zusammenpassen. Gut, also wir drehen die ganze Geschichte um. Nehmen den Kollegen erst. Oh ne, dann müssen wir drinnen lassen. Nehmen wir uns dieses Teil, das wird ja hier aufgesetzt. Dann werden die LEDs werden ja eigentlich hier rausgeführt. Die Kabel für die LEDs und die ganzen Sensoren etc. Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass dieses Heckteil komplett hinten dran ist. Wie gesagt, das ist jetzt nur zu Anschauungszwecken, dass wir das Ding halt richtig hantieren können. Weil wenn wir mit dem Ding hier einmal rum hantieren, dann würde es irgendwann wirklich mal zu Bruch gehen. Aber da wir ja die einzelnen Schritte zeigen wollen, spielt es ja keine Rolle, dass er nicht ganz komplett ist. So. Vor allen Dingen kann man es dann auch einfach besser zeigen, weil dann genau. Ein bisschen handelbarer ist, als wenn das ganze Ding dann da mit seinen fast 80 cm dann vor dir liegt.
Richtig. Danke, Carsten. So sieht es denn aus. Normalerweise, wie gesagt, die Spitze, die hängt an dem Heck sozusagen. Und wir haben sie jetzt, wie gesagt, so gemacht, damit wir es euch besser zeigen können und besser handeln können. Dementsprechend die ganzen Panels, die dann halt eingeklickt, angeklickt, umgeklickt werden, damit das funktioniert. So, jetzt haben wir ja das Unterteil soweit dran, das Teil hier dran. Was noch wichtig ist, wenn die Spitze ein wenig runterhängen sollte, dann könnt ihr an dieser Stelle eine Karosseriescheibe zwischenlegen. So, Moment, jetzt. So, ich drehe das Ganze mal kurz. So. So, wir haben ja hier diesen Spalt. Und durch das Gewicht der Nase drückt dieses Teil sozusagen hier gegen. Das sieht man ja. So, wir haben verschiedene jetzt einfach mal. Die haben auch verschiedene Stärken, sieht man. Aber ich denke mal, die ich hier habe, die wird reichen. Die hat eine Stärke von 2 mm. Kann man glaube ich sehen. Bitte? Kann man glaube ich sehen. Gut. Wenn ich näher rangehe, glaube ich, dann wird es wieder umgekehrt. So, und diese? So. Nehmt ihr und müsst die halt hier zwischenstecken. Dementsprechend. An der Stelle einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Wie gesagt, wir nehmen die Scheibe, stecken eine hier zwischen und eine hier zwischen. Dann hält das. Wie gesagt, die ist ja nachher umgedreht. Ihr habt ja an der Stelle sitzt ja das ganze Heck dran und hält fest. Und sozusagen, wenn es hält, dann drückt das die Nase nach unten. Und dadurch werden die... Hier unten seht ihr das Silberne, genau, das ist die Unterlegscheibe, die ist zwischen, dadurch neigt die nicht so weit nach unten die Nase. Und das wären jetzt genau die 1,5 mm, also wir haben jetzt die etwas dünnere genommen, und das sind jetzt genau die 1,5 mm, wo dann das Heck auf die Nase drücken würde und der Knick dann eben halt dadurch entsteht. Genau. Weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann für die Torpedo Bay die Abdeckung, die hier raufkommt, nicht passt. Weil wenn die Nase zu weit runter ist und das zu sehr geknickt ist, dann passt die halt nicht zwischen. Dann müsste die halt aufgebogen werden, dann passt die wieder zwischen. Und so habt ihr das gleich in die richtige Richtung gebracht. So, wir gucken mal. Wir brauchen jetzt vorne die Frontverkleidung. Mit der Ausgabe 92 kommen diese. So. Da gibt es einmal die Frontpaneele und die Mittelpaneele. Nehmen wir erstmal die Frontpaneele. Moment. Das sind die Kollegen hier. Einer links, einer rechts. So, wir drehen den ganzen mal um. Und das Problem ist jetzt einfach bei den Paneelen, der kommt auf die Seite rein, der auf die Seite rein. Wir gucken mal, welche Kamera sich jetzt ganz gut macht. Kannst du mal nichts mit. Genau.
sehen wir uns das Panel. Wir haben halt hier diesen Haltestift. Dieser muss vorne in die Schnauze rein und dementsprechend reingedrückt werden. Hier hinten sieht man die ganzen Pins. Und diese kommen ja in diese viereckigen Löcher. Wie gesagt, der Rahmen, der muss halt wirklich sauber sitzen, dass das Ganze funktioniert. Und was noch wichtig ist, hier sieht man es mit von der Kamera, wenn ihr die Spitze eingebaut habt, so, dann müssen die Paneele, kleinen Moment, ich löse die Schraube mal, das ist die, die ich sagte, wenn ihr das ein bisschen runter habt, also ich habe es, glaube ich, so, wartet mal, ich habe so gemacht, ich habe diese Paneele seitlich ran gemacht. Nummer 1 und Nummer 2. Einen Moment. So, dann sind die Paneele nämlich dran. Und ich kann die Spitze reinstecken. Und ordentlich reinschieben. Reinschieben. Hoffe ich. Also wie es normalerweise. Kleinen Moment. Nicht. Wieso will die nicht? Wieso will die nicht? Jo, jetzt. So. Herr Meier. So. Klack. Jetzt sitzt sie. So. Wie gesagt, jetzt hat es Klack gemacht. Was man auch wirklich gehört hat. Keine Sorge, da durfte nichts abgebrochen sein. Wir haben jetzt wirklich diese Paneele drin. Die sind in der Führung drin. Und sie sitzen in der Nase drin. Man sieht halt auch diese weiße Kante, die ich vorhin erwähnt habe, dass die sichtbar ist. Das muss so sein. Muss eigentlich nicht so sein. Die hätte eigentlich lackiert sein müssen. Ist sie aber nicht. Dadurch habt ihr jetzt sozusagen die Nase dran. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, die Nase festschrauben. So. Dann ist die Nase jetzt dran. Die Panels sind dran. Und die Panels sitzen auch ordentlich auf der Kante. So. Da müssen wir die 92 machen. Erst später machen wir normalerweise. Wie gesagt, wir machen es jetzt alles mal ein bisschen außerhalb der Reihe. Weil das ist ja eigentlich nicht der Bau-Tret, sondern der Modifikationstret. Ihr seht, wir bauen hier auch echt live. Also da sind wirklich, wir packen es teilweise noch aus, weil das eben halt einfach so ist. Genau, so. Dann, wie gesagt, nehmen wir uns wieder das Unterteil. Wie gesagt, dass die Nase früher rankommt, ist so eigentlich ganz gut, weil dadurch hatten wir ein bisschen Luft, das zu machen. Also man kann echt diese beiden Panels vorziehen, die dann auch sauber drinnen sitzen, sage ich mal. Weil dann wird die Nase montiert, laut Anleitung in der 87. Und wenn die dann montiert ist, was wir jetzt gemacht haben,
und die Stecker verbunden hat. 9, 10, 11, 12. Die anderen Kabel raus. Das Ganze nochmal testen. Brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen keine Funktion. Wir haben jetzt keine Funktion. So, jetzt bauen wir halt die Torpedorohre mit dem unteren Panel zusammen. Ich schiebe das mal zur Seite. So, zusammensetzen. Dann nehmen wir uns zwei XW2 Schrauben, die in der Ausgabe mit drin waren. Du kannst die auch noch aus der Kiste nehmen. Ich will jetzt die hier. Bitte. Ach, sind wir heute zickig. Nein, sind wir nicht. Ja, sind wir. Verdammt, wo ist der Schraubdreher? Rein zurück. Da unter der Zeitung. Ja, ist das? Das ist Mobbing. Ich werde hier gemobbt. So. Nummer 1, klick. Und überdreht. Yay! Juhu! Nein. Das hat man ja langsam schon im Gefühl. Wenigstens ein wenig. So. Bitte auch darauf achten, dass es ordentlich sitzt auf den Teilen. Weil wie gesagt, hier haben wir auch schon wieder die ganzen Pins, die man ja hier reinstecken soll, um das Ganze zu befestigen auf den Kollegen. Wie gesagt, wir haben es jetzt zusammengeschraubt. Hier sind die, kommen die ganzen Pins rein. Wie gesagt, darauf achten, dass alles ein bisschen ordentlich zusammen ist. Und dann kann man den ja sozusagen ordentlich hier raufsetzen. So. Wie gesagt, einmal kräftig drücken. Knack. Nicht wundern, dass es hier unten noch ein bisschen offen ist. Das wird nachher gehalten durch das Seitenteil. Wenn wir das Seitenteil draufsetzen, dann klickt er sich hier mit ein. Wie gesagt, klack, klack. So, dann ist der Ganze drin. Dann ist das Unterteil fest. Nummer 1. Und weiter geht's mit den Torpedoschichten an der Seite. Wie gesagt, das Beste ist, wenn ihr dann das so baut, wie es in der Anleitung steht, X-Wing nach oben und dann die ganzen Teile gegenklippen. Wie gesagt, hier sieht man wieder die Pins. Pin, Pin, Pin. Dieser Pin und diese zwei. Und es gibt noch einen hier an der Seite. Das ist der, der hier reinkommt. Und hier die Kante für das andere. So. Wir setzen den auf. Klack. Klack. Aufgeklickt. Wie gesagt, reindrücken, dass der richtig drin sitzt. Und hier sieht man schön,